Hi ihr Lieben, ich bin wieder jetzt online. Nein, online bin ich ja nicht, ich mache jetzt ein Video. Und heute geht es um mystische Orte, um innere und äußere Kräfte, Kraftplätze. Also ich muss euch jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie schon richtig im Flow. Bei mir arbeitet die geistige Welt und mir ist heiß, also deswegen habe ich jetzt hier irgendwie nur so ein kleines T-Shirt an und es ist richtig heiß. Und gestern war es mir kalt. Und immer, wenn es kalt ist, arbeiten ganz tiefe Prozesse und danach werden richtige Energien freigesetzt. Und dieses Freisein kann man auch an diesen Kraftorten erleben. Die werden euch unterstützen jetzt in der Zeit, wo diese ganzen tiefen Prozesse starten werden, die nochmal etwas tiefer gehen, weil gestern war Neumond und der Neumond macht für mich alles neu. Und er holt ja nochmal richtig alten Koller-Sachen hoch und dann kannst du das bewusst loslassen. Also wirklich, die geistige Welt schenkt dir jetzt die Chance, alles loszulassen, was es nur gibt. Ängste, Sorgen, Themen, Probleme, Strickmuster, Strukturen, alles. Und dabei kann dir die spirituelle Welt helfen. Du kannst ganz viele Wege gehen, aber mein Weg ist der Weg eines Schamanen und den Weg der spirituellen Welt, die schon ganz, ganz lange immer mit mir verbunden ist und ich ganz viele Kraftplätze, Kraftorte immer bereist habe mit meinen Freunden oder auch selber Gruppen angeführt, aber auch habe ich mehrere Jahre auf verschiedenen Inseln gelebt. Und damals war mir noch gar nicht so ganz bewusst, was da wirklich so in mir schlummert, obwohl ich schon meine Oma mir mit 4 Jahren Kartenlege beigebracht hat und mit 17 habe ich auch Karten gelegt. Also ich habe die ganze Zeit mich mit der spirituellen Welt beschäftigt und meine eigene Sache war, ich wollte immer Freiheit erleben, frei sein, Gefühle frei sein, frei von allem, diese Schwere loslassen, über Grenzen gehen, mich selber kennenlernen, um zu wissen, wer oder was ich wirklich bin. Und dabei helfen dir mystische Orte, Sagen, die es ja wirklich schon vor Jahrtausenden Jahren gibt. Und es wird immer darum geredet und gemacht und getan und gehandelt. Und wir in dieser Welt, wo wir eingefärscht werden, wo wir beschränkt werden, wo wir vermeintlich versucht, beschränkt zu werden, aber was ja nicht stimmt, weil wir dürfen in unser tiefstes Innere gerade reißen und die Themen lösen. Kannst du dich an diese Kraftorte connecten und somit kannst du mit dieser Schwingung von diesen Kraftorten deine Schwingungserhöhung jetzt machen, weil es geht gerade darum, nochmal Altes loszulassen, den bewussten Weg deines Herzens zu gehen, ob es Liebe ist, ob es Freiheit ist oder dein Seelenplan, ja, wirklich der zu sein, der du bist und wirklich dich zu erkennen. Mit allem das, was du bist. Auch wenn du einfach nur sein möchtest. Das ist alles okay. Alles ist genau richtig, so wie es ist, weil dein Plan ja für dich ist. Du zu sein, ist das Schönste, was es gibt. Und natürlich gibt es noch Goodies hier auf der Welt, ne? So schöne Kraftplätze, Kraftorte, mystische Orte, Seelen, Wesen, Feenplätze etc. pp. Ja?
Ich werde, also ich habe ganz viele Kraftplätze besucht und dadurch bin ich der geistigen Welt sehr nahe gekommen. Ich habe auf Teneriffa gesehen, da habe ich die ersten Wesen getroffen, Wesenheiten gesehen. Ich habe auf Ibiza gelebt, ja, da kam der Hotelmanager damals an, danke, ja, ich habe damals im Hotel gearbeitet und der sagt zu mir, hier landen UFOs und ich habe gedacht, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, ja. Esvedra ist eine der wunderschönsten Kraftorte meines Lebens und jeder, der Ibiza kennt, ja, der weiß, Ibiza hat so eine Mystik. Warum sind die ganzen Hippies da hingezogen? Weil auch die Leylines da langlaufen und wir unsere eigene Kraft, unser eigenes schöpferisches Sein erhöhen können. Und wir wissen gar nicht, warum das passiert, weil wir auf diesem Platz sind. Ich wollte auch immer nach Köln reisen, weil ich wusste, genau da gehöre ich hin. Das ist mein Kraftplatz, da möchte ich leben. Und das spüre ich jeden Tag. Und ich bin jeden Tag so dankbar, weil ich so wunderschöne Wesen auch hier getroffen habe. Und natürlich habe ich eine wundervolle Frau, Claudia Waldwortes, kennengelernt. Die hat mich, weiß ich nicht, 10 Jahre ist es her, auf den Trip gebracht. Avalon. Und ich so, what is that? Avalon, ich kenne kein Avalon, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, und sie hat mir dann davon erzählt. Und dieses Herz in mir hat gespürt, ja, das ist alles so toll, was sie mir da erzählt hat. Sie hat da Jahre gelebt und hat sich da schon mit verbunden. Und sie war viele Inspirationen auch für andere große spirituelle Leute. Also es gibt ja nicht groß oder klein, wir sind ja alle eins, ja. War für andere auch eine Inspiration, da hinzureisen. Und ganz ehrlich, sie hat mich auch inspiriert, selber Gruppen dorthin zu führen und die Leute dann zu entdecken lassen, was das mit ihnen macht, wenn du zum Kraftplatz der Erde, wo das Herz ist, das Herzchakra von Mutter Erde. Es gibt noch andere Plätze, wo die anderen Chakren sind oder jede Kraftort hat ja seine spezielle Energie. Und die kannst du für dich nutzen. Und das kannst du auch, wenn du in die Meditation gehst. Also wir denken, wir sind jetzt begrenzt, aber wir sind nicht begrenzt. Oder aber auch, wir haben nämlich gedacht, wir entwickeln, weil wir nicht jederzeit immer dort sein können, weil wir ja auch räumlich getrennt sind, wunderbare Karten mit unseren ganzen Kraftreisen. Ne? Somit sind einmal die Seelenkarten auch entstanden mit verschiedenen Kraftorten und Kraftplätzen, die, wenn du diese Karten benutzt, durch dich durchwirken können. Also wie gesagt, solltest du dich für diese Karten mal interessieren, schreib mich gerne an, wir können darüber sprechen. Und die liebe Claudia, die hat natürlich auch Kraft, Tiere, Pflanzen, Bäume, alles, was bestimmte Energien hat, werden genutzt. Oder die Dagmar hat Krafttiere gemacht, ja, genommen. Und was ich am allerschönsten finde, womit ich jetzt schon viele Jahre lang arbeite, sind die Karten, die Dagmar, Bendel und ich auch zusammen gemacht haben mit den Avalon, das sind die Avalon-Treffe-Cards mit den Lenormand, somit wirken gleichzeitig nicht nur die Themen von der Frau Madame Lenormand, nein, du arbeitest direkt auch schamanisch und es wirkt. Du legst die Karten und es fängt an zu wirken und diese Kräfte von diesen Orten wirken durch dich durch mit den Karten. Also das ist nochmal so ein spezieller Wow-Effekt. Also das könnt ihr gar nicht glauben. Und ich werde demnächst mal ein paar mehr Videos machen, dass ihr dann auch mal fühlen könnt, wie diese Karten wirken. Aber, wie gesagt, die Claudia, die hat so eine wunderschöne Feenenergie. Die ist mehr so mit den Blumen, Pflanzen, Feen,
Welten, Krafttiere, Katzen, sehr stark verbunden und das hat auch eine wunderschöne Energie. Das sind magische Momente zum Beispiel und ich werde gleich jetzt für euch euer Thema, was ganz offen ist, ihr könnt euch überlegen, was euer Thema sein soll, gleich drei Stapel machen und mit diesen Kraftkarten, Kraftplatzkarten werde ich arbeiten und ihr werdet sehen, wenn ihr euch darauf einlasst, dass diese Karten mit euch, durch euch wirken können, wenn du es natürlich nicht willst, weg mit den Karten, nicht anfassen, ja, weil es wirkt. Durch dich durch, mit der Energie. Und wenn du dir bewusst sagst, ja, ich möchte eine Veränderung, ja, ich möchte meine Freiheit, ja, ich möchte meine Spiritualität, ja, ich möchte mein wirkliches Sein, dann kannst du mit diesen Karten oder mit einer Meditation von uns, die haben wir auch auf Montari, habe ich schon viele Kraftort-Meditationen gemacht, die kannst du gerne dir raussuchen, kannst du an diese Plätze reisen, deine Anteile zurückholen aus früheren Leben oder jetzt, wo du gerade die Energy brauchst. Und für mich ist es so, das möchte ich euch nur mal sagen, ich gehe schon ganz lange den spirituellen Weg und ich habe für mich Yoga entdeckt. Und das ist genauso ähnlich wie in der Spiritualität. Du musst anfangen mit deinen Fähigkeiten, die in dir schlummern, arbeiten, üben. Also wenn du denkst, du möchtest Karten legen, dann übe mit den Karten, übe so viel du willst. Wir machen natürlich auch Kartenlegeausbildung. Oder wenn du Heilerin bist, dann übe. Und lass dich inspirieren. Es gibt ganz viele Leute, die das machen. Wenn deine Inspiration dich ruft, geh dahin. Meine Inspiration hat mich gerade zu meinem eigenen Körper geführt. Und wieder meine weibliche Kraft in meinem Körper wundervoll zu leben. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt hier 7 oder 8 Mal Yoga gemacht und ich merke auf der körperlichen Ebene riesen Fortschritte. Ja, weil mein Körper kann sich viel besser bewegen und spreizen und weiß der Geier. Aber ihr müsst aufpassen, in der spirituellen Welt, wenn ihr eure Fähigkeiten entwickelt, habt nicht so hohe Erwartungen an euch. Schaut auch immer wieder mal einen Blick zurück, was ihr schon gelernt habt, weil das kann sehr täuschen. Ihr denkt, ihr kommt nicht vorwärts, aber ihr habt dann schon das dritte Auge geöffnet oder irgendwelche Sachen gemacht. Am Körper kann man erkennen, wow, mein Bein, das machen solche krassen Bewegungen auf einmal, bam. Aber du musst an deine Fähigkeiten glauben. Du wirst dann Visionen, Bilder bekommen und du denkst, ja, das ist ja nichts. Nein, glaub dran. Du wirst Fortschritte machen und nutze deine Fortschritte, erkenne dich auch dann an. Das ist ganz, ganz wichtig, das möchte ich dir nur sagen, weil die Differenzierung ist dann einfach so, man denkt, man ist nicht mit sich verbunden oder was auch immer, weil ja gerade auch diese Zeiten so ein bisschen einen innerlich aufhöhlen. Ne? Denkt man, man ist nicht mit sich verbunden oder mit der geistigen Welt. Nein, schau genau hin. So. Das war jetzt eine riesen, mega Ansprache. Kraftorte, Kraftplätze. Ich werde bestimmt noch Videos machen über verschiedene Kraftorte, Kraftplätze oder diese spirituellen Reisen, die wir mal gemacht haben. Werde ich euch ein paar Sachen erzählen, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr mir in die Kommentare setzen, ob ihr das möchtet. Aber jetzt kommen wir ganz normal wieder zu deinem Thema. Übrigens sieht man das schon, dass ich sportlicher geworden bin. Sag mal, ich mache jetzt hier schon ein bisschen Yoga, ein bisschen fühle ich mich auch so. Und Leute, okay, die geistige Welt, die werde ich jetzt euch nicht deutsch nennen. Ich sage jetzt mal auf zu reden, fang jetzt mal an. Ja. Okay, die stehen nämlich schon alle parat und die wollen dir jetzt erzählen, was für dich dein Thema ist, okay? Natürlich freue ich mich, der Botschafter für dich zu sein, von der geistigen Welt und dass ich mit diesen wunderschönen Karten, die wir Jahre geplant haben, jetzt mit dir und uns wirken dürfen. Alles aus Liebe, aus reinster Liebe. Ja, du bist frei, du kannst es nutzen oder auch nicht. Fühl dich hinein, fühl dich, ob du dich inspiriert fühlst von unseren Visionen, von unseren Erfahrungen.
Und du kannst es nutzen oder auch nicht. Aber jetzt kommen wir zu diesen Karten. Ich werde wieder drei Stapel mischen. Und jetzt gehen wir runter. Runter hier so, zu den Karten, zu dieser wundervollen Deko. Ich werde auch gleich nochmal was zu dieser Deko sagen. Also, hier sind diese wunderschönen Gürtel aufgebaut, ne? Weil es geht natürlich momentan auch wirklich um unsere weibliche Kraft, dass wir auch daran glauben, in unser weibliches Sein zu gehen, egal was wir Themen in uns haben. Wir sind einfach wunderschöne Wesen, ja? Und dann ist die Scheibe, diese Scheibe, hat die Claudia gesagt, kommt von einer Insel, Kreta, musste sie mir jetzt vorsagen, weil ich bin so oben angebunden, komme ich ganz schlecht auf den Namen. Diese sollen Schriften in sich haben, die angeblich von Außerirdischen sein sollten. Wir wissen nicht. Also, vielleicht kriegen wir mal irgendwelche Botschaften. Aber das weiß man ja alles nicht. Ne? Man möchte sich einfach nur mit den Dingen beschäftigen, wo wir Botschaften kriegen, wo wir uns damit verbinden. Auf Halbwissen kann man nicht. Aber es gibt immer wieder irgendwelche Zeichen, dass Menschen sich schon sehr ihr Leben lang mit Spirit verbunden haben. Also, ob es jetzt Außerirdische sind oder nicht, auf jeden Fall waren sie sehr kreativ und sehr hoch angebunden. Ja? Und dieses wunderschöne Bild hier, ja, für alle, das hat die Claudia gemalt. Das ist ein Seelenengel, der Seelenengel für die Partnerschaft, für die, hier ist eine karmische 8. Und diese Seelenengel kann deinen Dualseele anziehen. Ja, also ich kann euch sagen, ich habe meine Dualseele schon kennengelernt. Das ist ein anderes Thema. Wir machen auch mal Thema über Dualseele. Aber ich sage euch, es hat gewirkt. Ich wusste nicht, dass meine Dualseele ist, aber jetzt habe ich es erkannt. Halleluja, sage ich euch dann nur dazu. Das ist kein Spaziergang, nein. Da kommt einiges hoch. So, jetzt fangen wir an. Also vielen Dank, dass ihr zuschaut. Holt euch einen Tee, atmet tief durch. Wir mischen erstmal wieder die Karten, machen drei Stapel oder ich lege drei Stapel. Und dann schauen wir mal, was uns dann die geistige Welt für euch sagen könnt. Ihr könnt schon mal reinfühlen in die 1, 2 oder 3, welche Zahl für euch die richtige ist. Das kann natürlich dann schon stimmen. So, wir mischen und ich ziehe eine Karte für jeden Stapel. Das sind die Mystic Avalon Cards. Nur zur Info. Weiter geht's mit dem zweiten Stapel von Claudia Whitewaters. Magische Momente. Ja, ein bisschen, ups, da wollen schon zwei Karten raus. Die legen wir direkt auf den ersten Stapel. Jeder hat ja immer so sein eigenes Kartenlegesystem. Wenn die Karten rausfallen wollen, lege ich die immer direkt auf den Stapel und gehe dann zu den nächsten weiter. So, ihr könnt natürlich für euch auch überlegen, welches System für euch das Stimmige ist. Und wenn euch mein System nicht gefällt, ihr müsst es euch nicht anschauen. Ihr dürft es euch anschauen. Wenn es euch gefällt, dürft ihr es natürlich auch weiterempfehlen. Das ist natürlich klar. Und jetzt haben wir noch Whitewaters, Avalon und Umgebung. Guckt euch mal dieses Tor Hill an. Das ist so wunderschön. Ich liebe dieses Tor Hill. Unglaublich. My love is this card here. So, oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß auch schon, welchen Stapel ich nehme. Ich bin die ganze Zeit schon so. Also sonst bin ich nicht so. Aber heute hat die geistige Welt irgendwie so einen Drang, mich zu schubsen. Dann bin ich auch so ein bisschen energetisch.
Feuer kommt dann durch. So, wieso haben wir jetzt heute so viele Karten? Aber anscheinend wollen die alle mit uns sprechen. Waldworte, Spiegelwelten. Übrigens, ich muss mal Dankeschön an die liebe Claudia sagen für diese wunderschönen Karten. Also das ist toll, mit diesen zu arbeiten. Und vielleicht entscheidest du dich ja auch, mit den Karten zu arbeiten. Ich kann das nur von meinem reinen Herzen empfehlen. Es fließt unglaublich viel wunderbare Liebe und schöne Energie dadurch. So. Spiegelwelten 2. Und dann haben wir Mantari Orakelbotschaft. Deine Seele. Manchmal weiß man nicht so, was man so richtig möchte. Dann kann man diese Karten nutzen, um zu gucken, was so deine Seele dir sagen möchte einfach. Ja? Und dann kann man eine Karte ziehen, wenn man in so einem Wirrwarr eines Gedankenkarussells ist, dann kann man schön diese Karten einfach nutzen. Diese Seelenkarten. Was möchte dir deine Seele sagen? Ups, zwei Karten für Stapel 1. Also Stapel 1 ist heute echt viele, viele Karten. Interessant. So, Stapel Nummer 2. Stapel Nummer 3. Wunderbar. Da, 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 da. So. Also wir haben jetzt schon so 21 Minuten gequatscht und wir sind noch nicht mal fertig mit den Karten. Also das ist heute richtig viel, was da kommt, ne, aus der geistigen Welt. Jetzt muss ich erstmal einatmen und runterkommen. Die drücken mich so. Habt ihr das manchmal auch? Wichtig ist immer schön, seinen Körper zu atmen, um die Botschaften auch zu empfangen. Sich Dinge bewusst machen. Ja, jetzt merke ich, es sinkt langsam die Energie. So, puh. Jetzt bin ich im Fluss von unseren wunderschönen Karten. Also ich denke mal, wir tun jetzt anfangen mit diesem ersten Stapel. Ach ja, die Muschel wollte auch dabei sein. Das ist übrigens der Gott Shiva. Ich trage hier diesen Ring. Den habe ich damals in Avalon gekauft für 3 Jahre, dass mein richtiger Partner in mein Leben kommt. Der soll den Partner anziehen. Nur, dass ihr das wisst. Shiva Energie. Shiva. Also, der vermeintlich Richtige. Ne? Was ist schon richtig oder falsch? Ich sage ja nur den Liebespartner. Aber diese Sachen habe ich schon mein ganzes Leben irgendwie getragen. Auch in Ibiza, diese Muscheln, Shiva, obwohl ich es nicht wusste, die haben mich magisch angezogen. Vielleicht habt ihr auch solche Sachen, die euch magisch anziehen und erst viel später die Bedeutung erkennt. So. Oh Gott, es geht um Liebe. Haltet euch fest, das Hauptthema ist Liebe. Das ist mein Stapel übrigens, ich wusste es. Ich bin eben schon so aufgeregt. Liebe, Liebe, Liebe. So, jetzt sind wir mal gespannt, was noch kommt. So. Geht schon wieder um Arbeiten. Aber ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, ehrlich gesagt. Das ist schon ein bisschen viel, immer dieses Arbeiten an sich ab. Oh Gott, wie viele Karten sind das denn? Ja, gut, die geistige Welt möchte uns hier einiges heute bieten. Hauptthema ist Liebe. Es geht wirklich um die Liebe. Öffnen, Herzöffnung, pure Liebe. Was möchten uns die Karten sagen zu dem Thema Liebe? Webe aktiv das Netz deines Lebens, du bist dazu fähig. Ja, natürlich wissen wir, dass wir dazu fähig sind, unser Netz selber zu weben. Aber wir müssen auch danach handeln. Ja? Es geht nicht nur darum, irgendwas zu wissen, sondern aktiv zu werden. Also es geht wirklich darum, aktiv dein Netz deines Lebens zu weben und das, was du möchtest.
in Liebe. Alles, was auf Liebe basiert, kann auch in Liebe wieder weitergegeben werden. Ja? Singe Froschkonzert aus voller Seele. Also, ihr lieben Liebenden, ne? Also ich muss euch sagen, ich singe jetzt die ganze Zeit schon. Ich habe eine furchtbare Stimme, aber ich habe auch ein Singcoaching gemacht. Und im Yoga singt man jetzt ja auch sehr viel und ich möchte auf jeden Fall noch weiter an meiner Stimme arbeiten. Und es ist so passend, dass hier der Frosch erzählen möchte, ich soll singen. Natürlich singe ich, auch wenn es nicht schön klingt, aber ich singe. Und natürlich solltet ihr dann auch singen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr gerade auch viel singt. Öffnet eure Seele, ne? Mit Singen kann da echt einiges passieren. Wow, das Rotkehlchen ist auch da und da geht es auch um Liebe. Göttliche Energie umgibt und begleitet dich. Also es wird jetzt anscheinend für dich eine sehr, sehr wunderschöne Zeit mit ganz viel Liebe, neues Netzweben. Also du wirst auf neue Begegnungen, neue Sachen treffen und fröhlich sein ist für dich angesagt. Singen, tanzen, habe ich nicht gesagt, singen. Göttliche Energie umgibt dich. Also ich kann nur sagen, ich bin hier heute schon so energetisch hochschwingend, weil ich hier so eine Euphorie habe. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann werde ich hier alle damit anstecken. Ja? Und ich habe hier auch schon auf meiner weiblichen Seite den Energiefluss gemalt. Ja? Mit Erdung, weil ich schon zu sehr fliege. Ne? Also kann man das jetzt hier sehen? Braun erdet den Energiefluss, weil ich bin so, ich muss ein bisschen runter. Begrenzung auflösen, genau das ist mein Thema, warum ich Schamanin geworden bin, weil ich Begrenzung auflösen möchte, auflösen kann auf einer anderen Ebene. Und es geht wirklich darum, die letzten Begrenzungen oder die Begrenzung einfach, oder du hast noch nicht angefangen, mit dir zu arbeiten, einfach Begrenzung aufzuheben, egal welche Begrenzung wir haben, ob es geistige Begrenzung ist, innere Begrenzung, es geht, oder wo begrenzt du dich selber, ja, vielleicht machst du das nicht, was du möchtest, Begrenzung, geh mal in dich hinein, fühl mal hinein, wo deine Begrenzung ist und löse sie auf. Und ich finde es so witzig, Wahrnehmung deiner Körperhaltung und Einfluss auf die Psyche. Wie gesagt, ich bin jetzt hier richtig im Yoga-Flow, ja, und das hier bin ich auch, wo ich auf der spirituellen Reise war, bei König Athos, mir fällt der Name nicht an, von dem Schloss, Tentage, genau, da war ich vor Ort und seht ihr mal, wie ich mich, da musst du wirklich viel laufen und wandern, da war mein Körper so nah. Also wenn man oft hochschwingt ist, geht es darum, wirklich auf der körperlichen Ebene sich zu fühlen. Also ich kann da nur empfehlen, Yoga oder irgendwelche körperlichen Betätigungen, die dir gut tun, Fahrradfahren, ja, geh in deinen Körper, nicht immer oben angebunden sein. Es geht auch wirklich diesmal um körperliche Ebene, vielleicht Verbindung mit deinem Partner, dann ist er auch auf der körperlichen Ebene. Musik, ist witzig, ich habe gesagt, tanzen und steht ja nicht auf der Karte und jetzt kommt die nächste Karte und da steht Musik, singen, tanzen, malen, sei kreativ, gib deiner Seele Ausdruck. Ja, danke Spirit, ich bin dabei, bist du auch dabei? Ich mache das. Also, ich bin so richtig gut in der positiven Energie, im Flow und diese Karten sind genau das, was die gerade meine Situation erzählen und ich freue mich, weil die nämlich jetzt noch die nächsten 14 Tage anhalten wird, bis zum 31. Ja? Ich freue mich für diejenigen, die den ersten Stapel gewählt haben. Ja? Natürlich gucken wir jetzt, was unter den anderen Stapel ist. Ihr seid mit mir in einem Flow, das ist cool. Oder ihr kommt aus dem Negativen jetzt in einen super Flow.
Also es gibt ja nur die beiden Sachen. Schreibt mal, wo ihr euch gerade befindet. Es interessiert mich, was da so mit euch gerade ist. Vielleicht trennt ihr euch ja auch von was ganz Alten, von Partnerschaft, und dann kommst du jetzt in so ein Hype rein. Oder hattest eine Trennung? Also irgendwas, was Altes abgelöst werden durfte, ja? Oder auf der körperlichen Ebene hattest du Beschwerden oder du warst so zäh oder hattest vielleicht Verstimmungen im Kopf oder was weiß ich. Jetzt kommt der Aufschwung. Also ihr dürft jetzt wirklich euch glücklich schätzen, auf diesen Flug aufzuspringen. Ihr könnt euch natürlich auch immer entscheiden dagegen, aber warum? Genieß doch. Mach. Entspann dich. Hab den Flow. Chaga. Wir kennen es ja immer so, Chaga, du schaffst es. So. Also, ihr Lieben. Zweite Stapel. Oh, das fängt ja schon wunderbar an. So. Unser Thema ist, was ist das? Alles ein bisschen durcheinander. Wow. Ist das toll. Ich krieg Gänsehaut. Also, es geht wirklich irgendwie um Schwingungserhöhung, was ich auch gerade gesagt habe. Ne? Die Schwingungen werden erhöht. Es geht um Fröhlichkeit. Dein Thema ist Fröhlichkeit. Geh in die Fröhlichkeit. Werde fröhlich. Mach mal ein Lach-Yoga. Oder was auch immer. Genieße die Blumen, verbinde dich mit den Blumen, geh in deine weibliche Kraft. Auch wenn du ein Mann bist, hast du eine weibliche Kraft oder eine Fröhlichkeit. Ja, oder du kannst Blumen genießen. Also es geht nicht nur für Frauen. Die Spiegelwelten wollen erschlossen werden. Schreite mutig voran. Genau. Guck mal, hier ist diese Brücke. Und du kannst durch diese Leichtigkeit viel besser mit der geistigen Welt kommunizieren. Wenn du fröhlich bist, kriegst du viel besser Botschaften und du kannst, hast diese Brücke. Du hast diese Brücke in dir. Wenn diese Fröhlichkeit, Beschwingtheit ist, kannst du die Brücke nutzen zu diesen Spiegelwelten. Spiegelwelten ist natürlich, wenn man sich das mal ansieht, dein eigenes Selbst auf der anderen Seite. Ja? Dann kommst du dir auch wieder näher. Ja? Wir spiegeln uns ja immer mit anderen. Und es geht aber darum, diese Fröhlichkeit zu leben. Also spiegel dich mit anderen in dieser positiven Energie und somit wird deine Schwingung erhöht. Also das ist ja schon High Level. Und wenn ihr mal betrachtet, hier ist die geistige Welt auf dieser Karte, die leuchtet so schön von oben nach unten. Also, ne, das ist die Brücke. Und wenn du die Brücke bist, spiegelst du dich. Und wenn du das siehst, bist du mit allen so verbunden. Du bist du. Mit der männlichen und weiblichen Seite. Wir spiegeln uns ja auch immer in uns. Ja, und wenn das in Einklang ist, wenn wir die Brücke bauen und dann deine positive Energie, dann schwingst du in einer hohen Schwingung und ziehst andere noch mit in diese Schwingung und somit spiegelt sich dein Inneres wie Äußeres. Es wird einen Bumerang geben. Wow! Es ist Erntezeit für dich. Geh in deine Schwingung. Ernte diese positiven Dinge. Ja? Deine Seele möchte das. Also, entscheide dich dafür. Die Kraft deiner Weiblichkeit ruft nach Ausdruck. Ganz genau. Hier sehen wir eine Avalon-Göttin in einem Avalon-Park. Und an diesem Park kann man halt sehr schön meditieren und sich verbinden mit der weiblichen Kraft. Wie gesagt, es gilt für Männer sowie auch Frauen. Die Männer dürfen auch in ihre Weiblichkeit kommen, in ihre Emotionen, ihr Empfangen. Also es geht jetzt wirklich auch, ne, wie ich gesagt habe, spiegeln. Und in der weiblichen Kraft geht es darum, um zu empfangen. Ja? Erntezeit, das, was du, wo du jetzt an dir gearbeitet hast, auch anzunehmen.
Wow, das ist auch puh, wundervoll. Der innere Glaube an eine höhere Instanz bringt psychische Stabilität. Ja, wenn du an was glaubst, was da oben ist, an die Spiritualität, natürlich. Wenn wir verbunden sind mit den Anderswelten, gibt es für dich eine Kraft. Die Kraft stützt dich. Ja? Du musst nicht an irgendwelche Gottheiten glauben oder Gott oder Jesus, kannst du natürlich. Ja? Aber wenn du an eine Kraft glaubst in dir oder die außen wirken kann, was denkst du, was da mit dir passiert? Der Glaube an dich selbst, der kann richtig was bewirken. Und natürlich merkst du ja bestimmt auf der körperlichen Ebene, dass da um uns herum ja nicht nur Gegenstände sind. Die Gegenstände oder Bäume, die haben auch Gefühle oder connecten sich. Ja? Wenn du auch dich dafür öffnest, fühlst du das. Ja? Deswegen weibliche Kraft, du kannst das fühlen. Ja? Du kannst nicht mehr davon weglaufen. Thank you. Schreib mir mal, wie es dir gerade geht. Das ist natürlich win. Wenn du so in deinem weiblichen Gefühl bist, dann kannst du auch mal so ein bisschen Achterbahn fahren. Aber denk dran, Erdezeit. Dankeschön für die zweite Sterbe, liebe Spirits. Und dann schauen wir mal, also wenn das so ein Riesenfloh ist, schauen wir mal, was hier unter dem dritten Sterbe sich verbirgt. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier der Heartbreaker kommt, ne? Dass es so geht, aber ich denke mal, wir laufen so uns hier ein in diese Linie. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier kommt. Wir schauen jetzt einfach. So. Ah, die Glückskarte. Ich wusste es. Wir haben uns von unten nach oben hoch die Linie so. Also du wirst die nächsten 14 Tage vom Glück geküsst. Die Sonne ist die größte Glückskarte im Lenormand. Herzlichen Glückwunsch. Also genieße es. Dein Glück wird dir heute sein, egal was du hast. Und wenn es vermeintlich einfach für dich nicht so toll aussieht, wird das Glück trotzdem dir heute sein. So. Es ist in Ordnung, außergewöhnlich zu sein. Lebe deine Natur ganz genau. Stehe zu dem, was du bist. Manche wollen außergewöhnlich sein, sind es nicht, heulen in der Ecke, ich will außergewöhnlich sein. Ja, aber jeder Mensch hat eine Außergewöhnlichkeit, weil wir sind alle einzigartig und dennoch gleich. Wenn du deine einzige Art anerkennst, wie außergewöhnlich du bist, dann bist du einfach in deinem eigenen Glück. Selbstermächtigung, Selbsterkenntnis, ja, darum geht es. Thorhild, wahres Wissen lebt weiter und möchte von dir erschlossen werden. Ja, verbinde dich mit Thorhild. Wir machen gleich eine kurze Meditation, da können sich alle mit Thorhild verbinden. Wir sind ja jetzt schon eigentlich fast 40 Minuten, aber das macht ja nichts. Die kurze Zeit haben wir noch Zeit. Ja, wir wollen ja alle uns an das alte Wissen von Avalon verbinden. Ja? Und wenn du es nicht möchtest, einfach ausmachen das Video. So, dein wahres Wissen wird erschlossen. Also da kommt ganz viel altes Wissen in dir hoch und die Schleier lüften sich. Ja, natürlich, wenn altes Wissen zu dir kommt, dann ist es logisch, dass du blind warst auf irgendeiner Stelle und dann pupp, löst sich ja der Nebel auf deinen Augen und du bekommst dann Erkenntnisse, Wahrnehmungen oder andere Dinge. Ja? Und wie gesagt, das ist dein Glück, dass du da jetzt von der geistigen Welt so reich beschenkt wirst. Und was haben wir als nächstes? Karma-Handlung unseres Körpers, unsere Rede, unseres Geistes, Ursache-Wirkungsprinzip. Ja. Du hast bestimmt schon viel an dir gearbeitet, Karma abgelöst oder du möchtest das noch machen. Ja, und deswegen geht es jetzt darum, das zu
zu lösen. Wenn du dich auch mal hier auf dieses Symbol einschwingst, die achte Session Endlichkeit, dann kannst du auch das Karma loslassen, was du nicht mehr brauchst. Und die Ursache ist immer eine Wirkung, die in uns ist. Und somit kann man diese Wirkung loslassen und sich neu entstehen lassen. Om Tarayana Kashani Nuttarayana Toyete Yavamahena Heo Hatarayana Katarishina Yono Ine Ine Omanana Yana Kadarishino Yedo Wawa Yutida Rayata Wawa Wawa. Du lässt alles abfließen, was dir nicht mehr gehört. Und du verbindest dich mit dem Symbol. Dem Symbol von Avalon. Von der weiblichen Kraft und der männlichen Kraft. Hetarayana Kareshinaya, und alles in dir darf zurück zu dir kommen. Dein altes, ureigenes Wissen. Aus Avalon, aus dem Kraftplatz, aus der Priesterschaft, aus der Meisterschaft, aus deinem wirklichen, wahren Sein. Und du sagst jetzt einmal bewusst ja. Ich lasse alles abfließen, was nicht zu mir gehört, und ich nehme alles alte Wissen an, und es wirkt einmal durch mich durch. Und es darf einfach sein, weil ich der bin, der ich bin. Und hier und jetzt meinen alten Seelenplan erfüllen darf, der für mich gekommen ist in meiner eigenen Reise. Und ich darf wieder sein, uralten Wissen im Jetzt. So soll es sein. Aum. Ich empfehle für diejenigen, die nicht den Stapel genutzt haben, vielleicht doch auch diese Meditation anzunehmen. Für dich gilt, der Stapel ist, solltest du diese Meditation öfters machen, so oft wie möglich in den nächsten 14 Tagen, sodass du dich immer wieder mit dir selber connectest und mit deinem uralten Wissen. Und die geistige Welt bedankt sich bei dir. So soll es sein. Aho. Also ihr Lieben, ich bin total begeistert und ich sage thank you for all, für euer Sein, und danke, dass ich mit der geistigen Welt, mit der lieben Claudia, für euch wirken darf, für uns wirken darf, für eine schönere Welt in uns und außen. Aho, so soll es sein.